Zündanlage MVT Digital Direct. Bei dieser Zündanlage handelt es sich um eine Innenrotorzündanlage von MVT. Sie kann eingesetzt werden sowohl für Scooter als auch für Schaltmopeds. Geliefert wird die Innenrotorzündanlage in dieser schönen Holzkassette. Sie besteht jeweils aus dem Innenrotor, aus dem Stator, einer digital programmierten CDI und einer Zündspule mit 42.000 Volt. Die Zündanlage ist farblich in diesem leuchtenden Orange und Schwarz gehalten. Die Steuerung dieser Zündanlage mittels der CDI erfolgt auf digitaler Basis. Der Vorteil der digitalen CDI, dass aufgrund der vorhandenen Programmierung und der Motorindikation der optimale Zündzeitpunkt ermittelt wird. Bei der analogen CDI ist eine fest programmierte Zündkurve vorhanden. Die digitale Programmierung dieser Zündanlage stellt sicher, dass selbst bei Drehzahlen bis 22.000 Umdrehungen eine präzise Zündung erfolgt. Dies ist der Stator mit dem fertig montierten Kabelbaum. Der Vorteil bei diesem Stator ist, dass er auch eine Lichtspule beinhaltet, mit der eine elektrische Wasserpumpe betrieben werden kann. Gleichfalls könnte mit diesem Bauteil auch eine kleine Bordbatterie für den normalen Straßenbetrieb geladen werden. Diesen Vorteil der zusätzlichen Stromquelle für eine Lichtanlage findet man bei sonst keiner anderen Innenrotoranlage. Es wird zusätzlich eine Montageplatte geliefert, auf die der Stator aufmontiert wird. Eine Hochleistungszündspule mit 42.000 Volt, um auf jeden Fall eine hohe Stromgeschwindigkeit zu erreichen, die bei hohen Drehzahlen bis zu 22.000 Umdrehungen in der Minute einen absolut präzisen Zündfunken liefern kann. Und die digital programmierte CDI mit dem passenden Kabelbaum, der sich aufgrund der Farbkennung und der Steckerbildung mit dem Stator-Kabelbaum verbinden lässt. Mitgeliefert wird auch eine detaillierte Montageanleitung und entsprechendes Befestigungsmaterial. Die auf dem Innenrotor montierte Platte dient als Basisträger für ein entsprechendes Lüfterrad oder eine mechanische Wasserpumpe. Zu sehen ist hier auch die Markierung für den Zündzeitpunkt. Zwischen diesen beiden Markierungen auf dem Stator soll der Zündzeitpunkt exakt justiert werden. Zur korrekten Einstellung des Zündzeitpunktes wird auf jeden Fall das Einstellwerkzeug von Buzzetti oder eine entsprechende Einstelluhr empfohlen.